Herzlich willkommen hier im Laserzone nach dieser langen, langen Winterpause. Ja, es hat sehr viel Schnee gehabt draussen auf der Bäckerstrasse. Mich musste schippen. Der Edi auch. Wir haben übrigens noch eine neue Verkäuferin, die ebenfalls hier im Laserzone sehr gut sich auskennt mit Filmen, mit ganz speziell. Und sie ist natürlich auch Spezialistin. Wir stellen sie ein anderes Mal vor, aber kommen einfach vorbei und fragen sie nach ihren Filmtipps, weil der Edi hat seine Filmtipps, ich habe meine Filmtipps und alle hat ihre Filmtipps. Und jetzt habe ich gefunden, heute, weil ja das Jahr 2015 frisch angefangen hat, vor ein paar Monaten, und wir dementsprechend recht geschlucht sind von dem harten Winter, haben wir gefunden, es ist jetzt mal wichtig, dass wir jetzt etwas aufs Paket bringen, das schon lange nicht mehr besprochen worden ist. Und zwar der Regisseur und Filmemacher Jim Jarmusch. Hör auf die Pfeife. Okay. Der Jim Jarmusch. Wir haben hier eine wunderschöne Collectionbox mit allen Filmen drin. Ich möchte aber ganz kurz darauf eingehen, was für Filme er gemacht hat. Ich muss sagen, seine Filme sind Kunstfilme. Achtung, ist nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Sie sind von der Bildqualität, von der Fotografie her, sind sie extrem schön aufgebaut. Und empfehlenswert, sehr schön, ich habe es vor ein paar Wochen online gepostet, zum Beispiel mit dem Johnny Depp, Dead Man. Eine Geschichte von einem Mann, der im Wilden Westen, ich verstehe es jetzt mal ganz einfach so aus dem Gedächtnis raus, er spielt im Wilden Westen, er ist, glaube ich, ein Buchhalter oder irgend so etwas, ein kleiner Nobody. Der Film fängt an, wird angeschossen, ist eigentlich tot, lebt aber noch und wird dann von einem Indianer gefunden und begleitet ihn durch den ganzen Film durch. Es ist eigentlich eine Geschichte von einem Mann, der im Sterben liegt und trotzdem, es ist ein wunderschöner Film. Schwarz-weiß, ganz schöne Einstellungen, eine Hammergeschichte. Man darf nicht zu viel verraten, weil sonst wäre es ein Spoiler. Und ich meine, ich bin gut im Spoiler, aber das bringt euch nichts. Von dem her, kommt vorbei, Dead Man habe ich hier im Laden, Hammer. Dann ebenfalls ein Jim Jarmusch-Klassiker, Stranger Than Paradise. Der Jarmusch spielt auch oft mit den gleichen Leuten. Jetzt hier im Stranger Than Paradise spielt mit, muss ich schnell nachschauen, wer das ist. Ah, der John Lurie spielt mit, der ebenfalls im Jim Jarmusch-Film Down by Law, schwarz-weiß mit Tom Waits und Roberto Benigni mitspielt. Auch ein Hammerfilm. Komme ich wieder rüber in den Laden. Sehr empfehlenswert. Stranger Than Paradise. Dann haben wir eh noch etwas, das aus dem Westen kommt, sagen wir so. Es ist in New York gedreht worden. Jim Jarmusch hat andere Filme auch schon in New York gedreht. Wir kommen nachher gerade drauf. Mit dem Forest Whitaker, der Hauptrolle, Ghost Dog, der Weg des Samurai. FSK 16 kann man ja abdecken. Aber der Film ist wirklich hammergut. Und es ist, Titel ist Motto. Nach dem Hagakure im Prinzip, der Weg des Samurai nach dem Miyamoto Musashi, ist das ein moderner Samurai, der angestellt ist und sein Herrchen hat. Also sind Shogun auf eine Art. Shogun ist einfach nicht ein Japaner, sondern ein amerikanischer Mafia-Boss. Lustig, tragisch, schön. Eine gute Vermischung von Eastern mit Western. Hammer, ein Hammerfilm. Und vor allem, nicht zu vergessen, Hammermusik. Jim Jarmusch-Film, eigentlich prinzipiell immer hammergeiler Sound. Jetzt einer von den neueren oder der neueste Jim Jarmusch-Film ist Only Lovers Left Alive mit Tilda Swinton und Tom Hiddleston. In der Hauptrolle ist eine Verfilmung von einem Vampir-Bärli, wo nach Hunderten von Jahren Leben als Vampir in der heutigen Zeit sich ein bisschen gelangweilt fühlen. Und der Film ist sehr polarisierend. Also, das gibt die einen Leute gefällt er, die anderen Leute finden den scheiße. Sorry, kann man das nachher nicht wieder rausschneiden? Also, die einen Leute gefällt er sehr gut und die anderen Leute finden den eher so. Von dem her, machen Sie sich selber ein Bild, mach du dir selber ein Bild darüber. Only Lovers Left Alive, ich finde, das ist das Pendant zum Interview mit einem Vampir, aber ein bisschen besser. Gut, dann mein absoluter Liebling, und das wäre Night on Earth. Night on Earth ist ein absolutes Muss, finde ich, für Filmfans. Das ist ein Episodenfilm, wo folgendermaßen funktioniert. Es sind 6 Locations über die ganze Welt verteilt. Es fängt in L.A. an. Geht über New York, nach Paris, nach Rom, nach Helsinki. Und
Die Geschichte spielt immer in einem Taxi. Es hat immer einen Taxifahrer und einen Fahrgast. Und das sind eigentlich so die kurzen Episoden. Die haben nichts gross miteinander zu tun, aber sie sind teilweise extrem absurd. Sie sind fantastisch gespielt. Die Szene in Rom mit Roberto Benigni und dem Padre hinein, man muss das gesehen haben. Es ist alles immer im Originalton mit Untertitel. Ebenfalls auch die finnische Version am Schluss in Helsinki. Es ist bitterbös, bitterkalt. Und aber wunderschön gefilmt. Also ein absolutes Muss für jeden Filmfan, wo Jim Jarmusch noch nicht kennt, ist das ein sehr guter Einsteigerfilm. Und ja, nein, findest du nicht? Ist kein guter Einsteigerfilm. Moment, also du bist noch bei mir daheim auf dem Gestell. Die erste Episode haben wir geschaut, die zweite ist jetzt auf dem Weg. Ja, Walt. Ja, habe ich da. Selbstverständlich habe ich da. Also gut. Es hat anscheinend noch einen anderen Film, den Walt empfiehlt. Und zwar ist das von Jim Jarmusch «Coffee and Cigarettes». Nicht zu verwechseln mit «Smoke» mit Harvey Keitel, wo in Tom Waits seinem Tabakwarenladen in Brooklyn spielt. Nein, «Coffee and Cigarettes» ist ein Film, wo der Jim Jarmusch hat jeweils Leute zusammengebracht und er gefunden hat, das wäre sehr interessant, wenn die zwei Leute mal würden einen Kaffee zusammen trinken und eine Ziege rauchen zusammen. Und dann einfach über irgendeinen Gott und die Welt diskutieren oder belanglose Sachen, was auch immer. Also Coffee and Cigarettes, unbedingt schauen. Den haben wir auch noch. Das ist der Film, den ich vorhin gesagt habe, den ich selber noch einmal schaue. Das ist Broken Flowers mit Bill Murray. Bill Murray, Lost in Translation von der Tochter von Coppola. Und oder zum Beispiel Ghostbusters, großartiger Film. Bill Murray. Oder wer ihn nicht kennt, muss gesehen haben. Spielt wieder Tilda Swinton mit? Da spielt ja sogar noch Ding mit. Oh. Julie Delphi, Jeffrey Wright und. Also Jens, also ich glaube, das Leben steckt voller seltsamer Überraschungen. Und, Entschuldigung, wenn wir dazu kommen. Ich meine, wir haben eine Jim Jarmusch Collection da, wo alle Filme von ihm drin sind. Die ist nur zu empfehlen. Da hat es Permanent Vacation, Stranger in Paradise, Down by Law, Mystery Train, Night on Earth, Dead Man, Year of the Horse, Ghost Dog, Coffee and Cigarettes, Broken Flowers, The Limit of Control und Only Lovers Left Alive. Haben wir bei uns im Laden? Kommt vorbei. Holt euch euren Jim Jarmusch. Ja, ich weiß, Walt. Ich sag's gerade. Und nicht vergessen, Coffee and Cigarettes. Nicht gesund, schmeckt aber fantastisch gut.